und es geht hier runter. Hä? Ist das ein Strip-Mining-Gang oder eine Bar? Scheiße, sei leise. Komm runter, sneak dich. Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Battle Together Minecraft Staffel 9. Und das ist auch die 9. Folge hier. Ich suche immer noch den Weg zur Basis von Tim und mir. Und ich habe hier schon echt ein ziemlich großes Problem, denn es ist Nacht. Und die Musik, sie nervt. So, oh ja. Und ich habe echt ziemlich wenig Essen. Vor allem gebratenes Essen. Und ich habe gerade wieder total die Orientierung verloren, weil ich nicht mehr weiß, wo ich bin. Das, was wir letztes Mal mit den Koordinaten machen wollten, das lassen wir doch. Weil ich meine, wenn ich jetzt nach Koordinaten laufe, könnte rein theoretisch auch wieder irgendjemand den Gegnern die Koordinaten geben. So, aber ich würde sagen, wenn ich hier so rumlaufe... Was ich genau hier tun soll gerade. Ich wollte ja zurück in die Basis rein. Genau. Bin mir aber gerade nicht sicher, welcher Block das war tatsächlich. Oder weißt du was, Tim, wir zensieren die Koordinaten einfach. Komm, scheiß drauf, YOLO, gib mir jetzt bitte die Koordinaten. Okay. Warte, ist das da hinten der Spawn? Ja, gib mir die Koordinaten. Wir jetzt einfach sagen, ich zensiere die. Alles klar. X und Y, ne? Okay, alles klar. Dann weiß ich jetzt wenigstens mal die Richtung. Dann mache ich das jetzt wieder zu und laufe erstmal in diese Richtung. Das werde ich dann einfach an der Stelle zensieren. Wir wissen ja, das ist relativ am Anfang. Da wird bei mir halt ein bisschen Zensur betrieben, ganz einfach. Das sollten wir hinkriegen. Genau, das sollten wir auf jeden Fall hinkriegen. Mein Eisenschwert ist leider auch bald kaputt, aber ich habe ja noch deins, deshalb wechsle ich das auch gerade schon mal. Vorsichtshalber sollten jetzt doch wieder erwarten, ein paar Gegner aufkreuzen. Und ja, also es ist echt ziemlich scheiße gelaufen letztes Mal, aber noch ist nichts verloren. Wir können uns unsere... Scheiße, da ist tatsächlich der Spawnturm. Verdammt, ey, ich muss schnell abhauen. Vor allem aus der Nähe vom Spawnturm. Das ist echt ziemlich blöd. Ich krieg hier gerade richtig die Paras. Warum? Ich muss hier die Paras bekommen. Ich bin der alleine in der Wildnis. Du hast die Basis, wenn du dich drin sneakst, passiert dir gar nichts. Aber ich muss zu dir kommen. Ich könnte sogar noch die Paranoia haben, dass mir jemand folgt und ich die anderen noch zu dir führen. Wenn wir dann beide sterben, dann sieht es schlecht aus. Du kannst dich aber ein bisschen um das Karottenfeld kümmern, da wäre ich dir sehr verbunden dafür. Dazu müsste ich erstmal in die Basis reingucken. Ich finde gerade den Block nicht mehr. Du findest den Block nicht? Oh, das ist schlecht. Vor allem solltest du nicht zu viele Blöcke abbauen. Genau, deswegen mache ich auch so ein bisschen Schach hier, welche es sein könnte. So, jetzt muss ich nochmal die Koordinaten aufmachen. So, dann bin ich ja hier sogar schon ganz richtig. Kannst du es gerade nochmal sagen? Okay, alles klar. Dann laufe ich gerade in die richtige Richtung. Okay. Alter, was so... Ach, das ist die... Oh Gott, ich hätte... Ich glaube, ich bin schon sogar im richtigen Gebiet. Ich habe mich gerade so wieder erschrocken. Ja, ich bin da. Ich glaube, ich bin da. Ich hoffe, dass ich da bin. Aber es sieht eigentlich ganz richtig aus. Oh Mann. Das ist so eine offene Stelle. Das ist richtig böse. Mhm. Das ist das Todesböse hier. Aber ich glaube, ich habe... Also ich bin gleich da. Ich muss hier halt noch über diese offenen Wasserstellen schwimmen. Und das ist das, was mir gerade... Stehst du auf einem Baum? Ja. Ja, sneakst du dich gerade? Okay, Gott sei Dank, ich dachte schon, es ist ein Gegner, um Gottes Willen, ey. Tim, mach mir nicht so Angst. Ich dachte, es ist auch ein Skelett da hinten. Okay, gut. Also wir haben wieder zusammengefunden, das heißt, wir suchen jetzt ganz vorsichtig zusammen den Eingang von unserer Base. Und dann verstecken wir uns da nochmal kurz, ordnen uns kurz. Aber dann würde ich sagen, sobald es Tag ist, gehen wir auch sicherheitshalber wieder raus. Ja, so. Sollten wir. Warum ist da ein Creeper-Loch? Wo? Uncool, da hinten. So, pass mal auf das Loch. Oh Gott, was ist denn? Scheiße, ich muss was essen. Verdammt. Das ist so schlimm mit dem Essen verlieren. Das ist unglaublich. Ja, ich hab noch zwei Karotten. Ja, ich hab auch noch hier was Rohes. Ich bin wieder voll, aber du musst hier für mich gerade mal diese Monster abwehren. Ja, mach ich. So, also wenn ich jetzt hier auch noch wüsste, wo der Eingang war. Ich mach's jetzt mit der Holzhammer-Methode. Wir sind jetzt zu zweit, okay? Sollte jemand kommen, dann finden wir das. Scheiße, ich habe das auch total vergessen. Also da, wo jetzt was abgetragen ist, da haben wir schon nachgeschaut, ne? So, guck du einfach mal in die Gegend und ich baue das hier vorsichtig ab, ja? Okay. So, oh Gott, wo war das denn nochmal? Du bist doch da drin gespawnt, ne? Ja. Vor allem, das haben wir doch sonst immer so gut gefunden. War das vielleicht nicht hier? Nein, hier war das nicht. Hier war das auch nicht.
Also du guckst dich um? Sehr schön. Ja, extrem verwirrend gerade. Okay, okay. Ja, das ist es in der Tat. Sag mal, oder sind die Gegner da? Nee, du warst ja hier, ne? Ich war eigentlich hier, nicht, dass da die Gegner waren und das jetzt hinter dir Zombie killen. Okay. Scheiße, das darf doch nicht wahr sein. Wir haben dann noch, nach dieser Folge, noch zwei weitere Folgen, um unser Leben zurückzubekommen. Oder halt total auf die Schnauze zu kriegen. Sag mal. Ich hab's. Oh Gott, das ist jetzt echt ein... Das ist ganz, ganz böse, was da oben ist. Wir gehen sofort wieder raus. Nee, wir bleiben jetzt erstmal hier unten. Hier ist es trotzdem noch ein bisschen unauffällig, aber dann gehen wir sofort wieder raus. So. Habe ich noch irgendwas? Nee, ich habe gar nichts mehr an Fleisch. Okay, du hast eine volle Rüstung? Ich habe 11 Karotten auch noch. Okay, weißt du, ich gehe jetzt nicht an die versteckte Kiste. Ich mache das jetzt einfach schnell hier rein, ganz einfach. Warte mal, so. Hier. Du kannst diese zwei Schwerter zu was Ganzem machen. Ich habe noch ein ganzes, aber... Ja, okay, sehr schön. Dann nehme ich mir die beiden gerade, dann nehme ich mir ein Ersatzschwert mit. So, okay. Zur Sicherheit einfach nur. Wie war das hast, mit meinem Bogen? Ich habe keinen Bogen von dir, nein. Ich habe aber ziemlich viele Federn. Federn. So. Federn. Oh Mann. Okay, das müssen wir echt hinbekommen. Das kriegen wir auch hin. Wenn wir ein bisschen wachsamer sind und nicht mehr... Ich meine, das war echt ziemlich, ziemlich dumm, was wir da letztes Mal gemacht haben. Ich meine, die haben sich auch verdammt dumm angestellt. Also echt, hätten wir nicht so... Hast du schon was von Fleisch rausgenommen? Ja, ich habe zwei rausgenommen. Okay, alles klar. Gut, also Essen habe ich eigentlich so erstmal genug, aber wenn wir unterwegs sind, muss ich doch noch mal ein paar Kühe schlachten und mir was für unterwegs mitnehmen. Übrigens, ich muss hier jetzt mal ein kleines Dankeschön aussprechen. Okay. Und zwar sind meine Kommentare ja normalerweise immer, wenn Kommentare da sind, witzig, aber nicht hilfreich. Leider. Aber ich habe diesmal tatsächlich einen hilfreichen Kommentar bekommen, weil ich wusste das gar nicht, dass in diesem... Sag mal, du, es ist doch Nacht, so sollen wir nicht schnell das eine Bett aufstellen, dann bau das da doch... Nee, genau, wir wollten ja noch eins machen. Haben wir denn Wolle? Soll ich das einfach hier raus? Hier weg? Nein, eben nicht, weil wir brauchen ja zwei Betten. Wobei, eigentlich brauchen wir keine zwei Betten, weil das kann auch sein... Ja, nimm einfach eins raus, dann machen wir das schon mal in den versteckten Gang, wenn jetzt gerade Nacht ist. So, ich hab's aufgesammelt, wo ist der versteckte Gang? Und wir müssen dann auch noch, das hat mir auch noch einer in die Kommentare geschrieben, den Smooth Cobblestone aus den Öfen rausmachen, weil da war noch irgendwo was, sonst wissen die ja, dass wir versteckt sind. Eigentlich rausgenommen, aber... Okay, so, dann gehe ich jetzt schnell hier nach hinten. Und dass da schon wieder diese bescheuerten Teile hingemacht an der Seite, das ist... Echt, das ist das Todes. Zeit, das du spawnst da nicht richtig, also... man spawnt ja, vielleicht schon richtig, aber das ist das Todes, wenn da mal was schief läuft. So, auf jeden Fall, Tim? Danke für die Leute, ja. So, ich war drin. Auf jeden Fall ein kleines Dankeschön an die Leute, die raus. Geschrieben haben, dass in der 1.7 auch der Better Sprinting Mod drin ist und dass man mit Steuerung bzw. Control oder was auch immer für eine Taste man das belegen kann, damit man einfach mit einer Taste sprintet. Das wird mir im nächsten Kampf hoffentlich sehr, sehr viel Ist es weiter. Dann dauerhaft an, das Sprinten? Kann man das dann ein- und ausschalten mit der Taste oder wie? Ja. Oh, das ist ja geil. Einfach gedrückt halten. Was es total doof ist, ist, dass wir jetzt... Kann man ihn irgendwie so abbauen? Nein, kannst du nicht. Ja, ist doch, es geht. Doch, du kannst es so machen. Klar, was dort länger, du bekommst nichts mehr raus. Also ja, nee, nur weil da hinten... Wir haben jetzt, wenn wir sterben, kommen wir da schon durch, natürlich. Ja. So, ja, dann würde ich sagen, gehen wir wieder raus, oder? Wirklich? Ah ja, klar. Bleibt uns... Wenn wir hier drin bleiben, sehen die das sowieso, weil da oben halt dieser Dirt ist, ne? So, ich mache jetzt vorsichtig auf. Bleib du ein bisschen unten. So, Achtung, es ist Tag, ich gehe raus. Komm du auch schnell raus? Scheiße, hier ist ein Creeper. Stirb. Nee, du explodierst. So, kleiner Creeper. So, okay. Das heißt, jetzt haben wir ein kleines Problem, weil hier muss Gras über die Sache wachsen und hier darf auch nichts rumliegen. Leider das ist das Todesverdächtig. Aber geh doch mal von der Stelle ein bisschen weg. Alter, da ist ein Skelett, okay. Die anderen, die laufen ja jetzt... Boah, ich dachte, die Zombies da sind Gegner. Scheiße, Mann. Ich denke gerade auch, alles ist Gegner. Ja, aber es ist gut. Genau diese Wachsamkeit haben, brauchen wir. Genau das brauchen wir. So, ich würde sagen, komm mal hier auf diese Sanddüne. Wir stellen uns hier auf diese kleine Insel und schauen erstmal. Ah, wo bist du? Tim, hier. Da, stopp. Da, geh zu hier. Siehst du mich? Gut. Komm bloß hierher. So. Das wäre auch ganz... Wir haben in der Mitte eine kleine Insel, da könnten wir auch hin. Ja, hier stellen wir uns einfach hin und dann gucken wir, wann das Gras drüber gewachsen ist und dann gehen wir erst los. Aber wir dürfen jetzt nicht weg, wenn da kein Gras ist, weil das ist des Todes verdächtig. Und nicht zu viel bewegen, wegen dem Essen. Ja, so, sneak dich mal. Ich glaube, ich sneak dich. Ich könnte schwören, warte,
Ich gehe kurz hier auf den Baum. Ich könnte schwören, ich habe da gerade was gesehen. Aber es... Nein, es war nur meine ein... Ach, das ist so scheiße, dass man nicht zoomen kann. Ja. Vor allem, was ist mit meiner Render Distance los? Ist die nicht Ich werde mich mal ganz kurz entsneaken müssen, um meine Sounds lauter zu stellen. Ah, okay, ich kann auch auf 16 Chunks stellen. Was, auf was hast du deine Render Distance? Oh, es leckt aber doch ziemlich. Ich glaube auf 6 12. oder 7 oder so. Boah, ich habe sie gerade mal auf 12 Chunks, weil echt das leckt des Todes, wenn ich sie auf 16 mache, warum auch immer. Bei 12 habe ich FPS im Überfluss und so. Ja, leckt es auf einmal so total. Ja, so der Nebelkreis gibt mir eine gewisse Sicherheit, so, dass ich die Nebel sehe. Ja, das ist so wie beim Autofahren. Die Leute, die fahren bei Nebel trotzdem schnell, weil die sagen, ach, da ist ja niemand. Ja, nee, das ist halt so, mit Optifine kein Ding. Dann kann ich über alles ranzoomen, wo ich Paras habe, aber so... Gibt der Nebelkreis dir deine Sicherheit? Okay, ich verstehe. Gut, aber nur falls es dich beruhigt, die Gegner, die siehst du auch erst nach 10... in 10 Chunks Entfernung, also so, dann siehst du die gar nicht. Okay. Das ja gut, ist dann könnte halt ich sie eigentlich auch hochschalten. So eine Art Begrenzung. So, ich gehe nochmal hier auf den höheren Baum. Ich meine, hier sind wir, jetzt machen wir uns mal kurz einen kleinen Plan. Wenn ein Gegner kommt und du angegriffen wirst. Ja. Also, echt, es ist verdammt sinnvoll, sich erstmal ein bisschen, wenn du die vorher nicht siehst, ist es unglaublich sinnvoll. Und du weißt, du hast gerade extrem schlechte Chancen, renn bloß weg. Und zwar renn klug weg. Wenn du Wasser hast, spring ins Wasser, aber möglichst weit, sodass die dich nicht halt schnell kriegen. Weißt du, weil es gibt immer so Stellen, da rennen die an Land und dann sind sie schneller bei dir, als du schon wegschwimmen kannst, wenn du im Wasser bist. Such dir halt so eine Stelle, wenn du in der Nähe von Wasser bist und rüstet und mach dich dann halt erstmal bereit auf den Kampf, weil echt, das war ziemlich scheiße, weil wir haben die überhaupt nicht kommen sehen. Normalerweise ist es ganz gut, wenn du weißt, wo die Gegner sind, weil dann bist du vorbereitet. Ja, das war ja auch so ein Problem. Ich bin ja in so einem kleinen Fluss. Ja, du bist im Kreis gelaufen. Das war und dann. Ich hab's mir nochmal angeschaut, das sah extrem drollig aus. So, das Gras, das wächst komisch. Auch langsam. Aber es dauert echt noch, bis es wächst. Ja, Leute, wir würden hier gerne weg und die Gegner suchen, aber die laufen eh rum. Das heißt, es die wächst Chance, schon versprenkelt. Ist ja alles gut. Alles ist gut. Also die Chance, dass die uns finden, ist auch gar nicht mal so schlecht. Aber wie gesagt, hier wegzugehen, ohne dass da das Gras drüber gewachsen ist, ist auch ziemlich blöd. Genau, wir sind jetzt einfach wirklich in der Hoffnung, dass sie sich nicht verkämpfen werden. Ja, weil das wäre extrem unfair und dann können wir uns auch das Leben nicht mehr zurückholen. Richtig. So, hast du noch deinen Wassereimer? Nee, ich habe ja gar nichts mehr. Okay. Das alles, was ich habe. Du hast auch keinen Bogen mehr, ne? Nee. Okay. Auch keinen Sattel mehr? Nee, aber den meintest du, den hast du mitgenommen. Nee, habe ich doch nicht. Ich habe nur meinen Sattel. Okay, dann müssen wir uns vielleicht mal einen angeln. Ja, aber das oder wir finden ein zweites Pferd. Oder wir holen uns einen von den Gegnern. Mal schauen. Das geht. Ja, das ist natürlich die beste Lösung. Das ist die beste Lösung. Und natürlich auch gleich das Leben zurück. Alles vollgewachsen? Ja, das sieht wirklich gut aus. Ich hoffe, wir merken uns jetzt diesmal die Stelle. Hast du sie dir gemerkt? Ja. Ich auch. Okay, das war irgendwie so eine Stelle, die war einen Block vom Wasser entfernt, ne? Genau. Das ist, ja. Das war halt irgendwie da müssen wir dann suchen, wenn wir das suchen. So, ich sehe hier nichts, das wächst aber ganz gut. Ja, also bei sowas ist es immer blöd, über ein Thema zu reden, weil dann vertieft man sich in das Thema und in das Gespräch und achtet nicht mehr auf die Umgebung. Das ist auch sehr blöd. Vor allem hat man bei Gesprächen über Themen, über die man vor allem viel zu sagen hat, wiegt man sich immer in ein Gefühl der Sicherheit. Ja, das ist auch das Problem. Und wir müssen unsicher sein. Das ist ganz doof in so einem Format hier. Ja. Gut. Das wächst sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir sollten irgendwie aufhören, die Stimme so schnell zu erheben, wenn nichts ist, und dann irgendwie da zu sagen, weil das ist ja so ein Signalwort wie, da sind Gegner, aber da sind keine. Nein? Alles ist gut. Alles ist gut. So. Gut, das Gras wächst, das sind nur noch 3 Blöcke, die wachsen müssen, die sollten auch relativ schnell gedeckt sein. Ich muss ja mal sagen, wir haben uns tatsächlich unseren Ort eigentlich sehr schön ausgesucht und gleichzeitig auch ziemlich bescheuert. Naja, warum denn bescheuert? Wenn wir Boote hätten, wäre es ganz geil. Da hast du recht, ich meine das Problem, ich meine wir können uns ja ganz leicht welche machen. Wollen wir uns mal schnell noch Boote machen? Fäll du den Baum hier und mach dir Boote und eine Workbench und ich, aber mach gleich mehr Boote, mach 3 Stück für jeden, die gehen so schnell kaputt. Und ich passe so lange auf, ja? Okay.
Die Workbench habe ich schon. Okay, sehr gut. So, ein Boot. Und bitte nicht den Baum abfällen, auf dem ich gerade stehe. Ich weiß nicht, auf welchem du gerade stehst. Aber das sollte nicht der sein. Okay, ich vertraue dir mal. Doch, das ist doch, meiner. Das ist ein Idiot. Da stehen 100.000 Bäume. Sogar da, wo du gerade runtergekommen bist und du nimmst meinen. Ja, klar. Ah ja, das war der beste Baum. Für den besten Überblick. Für die wenn, besten jetzt, wenn die jetzt kommen, dann gebe ich dir die Schuld und ich die nicht sehe, ja? Da bist du dran schuld. Mhm. So. Wenn die mich jetzt erwischen, dann bin ich auch total im Eimer, weil ich gerade in den Himmel gucke. Ja, das ist, du sneakst dich aber, ne? Ja, ja. Das ist sehr gut. Die Sneaken-Mentalität ist sehr, sehr wichtig. Ich habe vor kurzem mal Battlefield gespielt. Battlefield 4 ist ja rausgekommen. Ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen. Und dann will ich mich ständig sneaken. Das ist echt ziemlich schlimm gewesen. Irgendwie waren beide Spiele, auch COD Ghost, beide total gehypt und auf einmal waren sie da. Ja, Ghost finde ich jetzt sowieso für mich persönlich nicht so interessant. Scheiße. Die Sponde. Ja, ich weiß gar nicht, was die immer so mit ihren Punkt 15 Minuten Cut-Folgen haben. Ich habe ja auch eine Stoppuhr laufen. Ich will die Folgen bewusst ein paar Minütchen länger machen. So 17 Minuten finde ich eigentlich sehr gut. Das ist nicht so. Ich würde sagen, wir machen uns noch schnell Boote und dann beenden wir die Folge, oder? Ich habe die Boote. Du hast die Boote? Sechs Stück. Gut, dann beenden wir hier an dieser Stelle die Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallihallo, Hallöchen, liebe Castler, Castlerinnen und Domsiane und herzlich willkommen zurück hier zum 1.7er Battle. Wir sitzen hier gerade auf dem Baum und ich wollte gerade Dominik seine Schiffchen geben. Seine Boote. Hier, bitteschön, 3 Stück. Ich habe auch noch ein bisschen Holz für mehr, aber das können wir ja auch noch für andere Dinge aufheben. Boote. und wir wollten uns jetzt wieder auf die Suche begeben, sobald da. Ah, noch ein Block, noch ein noch Block. Ein Block. Alles okay, noch ein Block gewachsen. Gras, alles klar. Puh. So, und dann haben wir zwei Folgen jetzt, sie zu finden. Noch 2 Folgen, also noch diese und die nächste Folge. Und wir hoffen mal, dass es klappt. 2 Folgen, sie zu finden und zu knechten. Und so richtig zu knechten. So, wir müssen aufmerksam sein, erinnere dich daran. Ja. Wir müssen verdammt aufmerksam sein. Wir dürfen keine gute Laune haben, sonst werden wir... Ich weiß nicht, kennst du diese Let's Player, die immer ihre Stimme so richtig tief stellen und dann irgendwie total leise reden und denken, die haben die Ultra-Porno-Stimme? Weil sie die mit einem 5-fachen Bassfilter und so richtig leise und tief sprechen. Ich weiß nicht, hört sich das bei mir gerade an? Es hört sich wahrscheinlich an. Man könnte sich drin verlieben. Echt? Ach ja, tatsächlich. Ja. Meinst du das gerade ernst? Ja, das ist mein Fall, ja. Ja, nee, gut. So. Nee, aber so Leute gibt es tatsächlich. Ich hatte auch mal vor kurzem mit ein paar zu tun. Die reden, wenn sie normal reden, halt so wie ich. Aber wenn sie Videos machen, sprechen sie immer so. Und auch ganz nah am Mikrofon. Ja, das sowieso. Das gehört dazu. So. Das ist dann dieses Reden, während man so gurgelt, so ein bisschen hinten. Ja, nee, aber das mit Mikrofon, das ist bei mir auch immer irgendwie ein bisschen blöd, weil bei mir hört man relativ oft die Atemgeräusche. Das finde ich ein wenig schade. So, und Mensch, das Gras, das muss doch jetzt da wachsen. Also jetzt echt mal da. Wachs doch mal, du Scheißbaum. Das ist wahrscheinlich noch genau die Stelle über dem... Ist doch ja, natürlich. Noch, ja, natürlich. Ne? Das ist doch die Stelle, oder? Ja, klar. Es ist doch ein Scherz. Das ist richtig scheiße. Oh, Mann. Oh, jetzt wird's Nacht und in der Nacht wächst nichts. Gar nichts wächst in der Nacht. Maxe! Es wird dunkel, es wächst nicht mehr. Ich gehe mal kurz dahin, vielleicht. Vielleicht wird es dann was. Vielleicht überlegt es sich es mal. Oh. Überlegt es. Ich höre schon Zombies. Ja. Scheiße. So, du passt auf. Du achtest auf die Umgebung. Wenn irgendwas sein sollte, renne ich zu dir. Außer du sagst, die sind die kommen aus der anderen Richtung, ja? Dann renne ich zu dir. Genau. Und dann sagst du, dass du zu mir kommst, damit ich vorbereitet bin. So, du solltest dich sneaken, wenn du da oben stehst. Ich habe gerade mal Random Distance höher geschaltet. Das wächst nicht mehr. Das ist die Frechheit. Es ist so eine Frechheit. Du Scheißgras. Nee, gut, dann würde ich sagen, bleiben wir hier so in der Umgebung, oder? Ja. Ich meine, im Boot verlieren wir kein Essen, oder? Ist es gewachsen? Nee, es ist nicht gewachsen. Oh. Nee, ich glaube, im Boot verlieren wir kein Essen. So, und ich renne jetzt auch bewusst nicht, weil... Essen. Soll ich zu dir runterkommen? Ja, komm zu mir runter, wir setzen uns jetzt hier in ein Boot. Und zwar... Nein, ich weiß nicht, das macht keinen Sinn. Ich will das ungerne... Ist es gewachsen? Ich kann... Lol, mit Steuerung renne ich.
Ja, eben. Ach so, das ist automatisch so auf Steuerung. Ich dachte, das muss ich erst einstellen, okay. Nee. Das ist ja total cool eigentlich. Ja, das ist auch sehr gechillt, weil die Beta ist ja einfach irgendwie... Ich glaube, ich stelle dann bei Steuerung das Sneaken hin und nicht bei Shift, sonst komme ich noch ganz durcheinander. So, ja, Gegner suchen wir. Gegner finden wir aber nicht. Und ich weiß nicht, was meinst du? Sollen wir das Stück Gras da jetzt so lassen oder weggehen? Na. Also warten oder? Weil die Gefahr ist halt echt immer da und verdammt sind hier viele Mobs. Ich würde sagen, wir gehen jetzt aber echt mal ins Wasser, weil die Mobs, die machen uns da... Die stören uns da nicht so sehr im Wasser. Ja. Da Alter, diese Endermänner. Das ist so schlimm. Ich denke bei denen immer an Gegner. So, bist du hinter mir? Ja, ich bin okay, da. Relativ in der Nähe, das ist gut. So, dann schwimmen wir hier einfach mal so ein bisschen rum und passen mal auf. So, diese scheiß Endermänner, das ist echt... Boah. Schlimm, die Viecher. Ja, dann schwimmen wir einfach so kreisig. Vielleicht sehen wir ja was. Okay. Ich hoffe es einfach. Ich mache jetzt keine Verfolgungsjagd. Machst du die? Du ja. Verfolgst mich. Aha. Oh. Okay. Oh, da gibt er Gas. Was? Oh, Tim, hör auf mit dem O. Rechts vorbei! Und dann denke ich, das ist ein Gegner, vorbei. Hör auf! Das macht mich wahnsinnig. Ich bin gerade so vorsichtig, übervorsichtig. Stoppe, du scheiß Boot. Oh, du kannst auch noch mit Steuerung auch noch mit dem Boot mehr Gas geben. Was? Und so wie ich das mitbekommen habe, okay, Tim. Bitte Konzentration. Warum ich gerade hinfahre? Ich komme zu dir. Kannst du gerne machen. Ich wollte jetzt nur noch mal die Stelle da abchecken mit dem Gras, aber da sehe ich jetzt irgendwie nichts. Die Boote sollten wir nicht so stehen lassen. Ich gehe auch wieder ins Boot. Ich weiß nicht, ich bin gerade so ängstlich. Ja, ich auch. Das ist wir haben eigentlich wenig Grund dazu an sich, aber es könnte... Ja, wie gesagt, die dürfen uns nicht überraschen. Das Lebenssystem ist wirklich krass. Ich meine, nur 4 Leben. Jetzt haben wir nur noch 3. Das ist ganz schnell vorbei für uns. Und hätten auch genug Eisen, aber wir wollen es natürlich vermeiden. Ja. Das ist ja ganz klar. Eben. Wir wollen es vermeiden, weil wir müssen halt sehr gut aufpassen. Und wir können jetzt halt hier nicht weg, weil wenn die einfach mal so da lang spazieren und unsere Basis finden, dann können wir es auch gleich vergessen. Wobei, ja, was ist so schlimm dabei? Wir haben da ja nichts Wichtiges. Wir haben da halt ein bisschen Rüstung. Dann haben wir diesen versteckten Gang. Was haben wir denn da großartig? Sollen wir jetzt mal YOLO sagen? YOLO? YOLO und einfach mal suchen gehen. Mit 3L? Ja, mit 5L am besten. YOLO! YOLO! Okay, gut, nee. Dann gehen wir jetzt einfach mal auf die Suche. Ich meine, wir haben ja die versteckte Kiste, oder? Natürlich ja, haben wir dafür ist ja eigentlich Kiste. Auch da. Genau, so das ist schon Weltende, das heißt... Sag mal, ich bin doch so ein Depp, ich bin doch sogar von daher gekommen, oder? Nee, bin ich nicht. Ui, da unten ist eine Höhle. Was? Aber da gehen wir jetzt nicht rein, wir müssen die Gegner suchen. Nee, bei mir baut sich gerade einfach das Höhlensystem so ein bisschen auf. Okay. Ja, wenn wir die Gegner sehen, wir vor, die da oben ist Licht. Da oben ist Licht. Ich seh's. Das könnte Lava sein oder es ist ein Gang. Ich würde sagen, wir gehen mal. Ja, aber wir lassen die Boote hier gerade mal. Wir nehmen die Boote mit. Scheiße, warum kommt... Ich kümmere mich um die Spinne. Könntest du mein Boot abbauen? Ja. Oder ich baue es ab. Und dann sofort sneaken, ja? Scheiße, aber das mit... Oh, diese Spinnen. Unglaublich frech. So. Also sneaken auf jeden Fall und immer ab und zu umgucken. Und sollte was sein... Was ich mir gut vorstellen kann, ja, Tim, ist, dass auch Leute einfach immer an der Kuppel außen langlatschen. Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, ja. Das macht sogar sehr viel Sinn. Wahrscheinlich machen auch ziemlich viele ihre Basis genau außen an der Kuppel. Ja. Also Tim, sollte irgendwas sein, da, in diese Richtung, in den Ozean mit dem Boot wegfahren. Die werden kein Boot haben, denke ich mal. Denke ich auch nicht. Die werden nichts... Scheiße, die ist... Oh. Das ist... Skelette ist in diesem Moment, da muss man sich entsneaken und ich hasse Skelette. Das sind solche Cheater. Kümmere du dich um den Zombie, ich muss was essen. So, komm, die haben uns jetzt wahrscheinlich eh schon gesehen. Jetzt schnell darauf zurennen, okay? Verdammt. Okay. Wir müssen da jetzt von unten hoch und da ist nochmal ein Creeper. Oder sollen wir uns da rüberbauen? Mit was? Hast du was? Ich hab Cobblestone, ja. Ich hab einen Stack Cobble. Okay, ja, okay. Machen wir, oder? Okay, machen wir.
Ich, oder weißt du was, ich gebe dir hier die Hälfte. Wir bauen uns da einfach hoch. Okay? Also wir klettern da so vor sich. Ja, ja. Ich, einfach sollten wir nicht hochgehen, nicht den einen Block abbauen oder so, sondern einfach halt hier so hochstecken und sneaken. Ja, so, ganz wichtig. Okay. Das ist eigentlich ziemlich gefährlich, weil die können uns ja einfach runterschubsen, aber ich glaube, da ist keiner und wir können einfach mal gucken, was da überhaupt ist. Wofür wir unser Leben verlieren. So, ich renne jetzt schnell drauf zu und sneake mich und es geht hier runter. Hey, ist das ein Strip-Mining-Gang oder eine Basis? Scheiße, sei leise. Komm runter, sneak dich. Okay. Okay. Warum willst du mir? Wow, pst. Geh nicht in mich rein, nie in mich reingehen. Um Gottes Willen, dann treffen die uns beide. Bleib du mal ein bisschen hinten, weil wenn ich sterbe, dann lebst du weiter. Hä, was ist das? Das geht viel zu tief. Das haben wir doch gebaut. Sicher? Ja, das war doch unser Höhlengang, oder? Oh, ja, du hast recht. Alter. Alter. Shit, das hab ich jetzt gar nicht gepeilt. Das war unser Ausgang, ne? Ja, genau. Scheiße. Wo wir uns noch gefreut hatten, wie wir uns durch den Play. Scheiße. Shit, ey. Okay, schnell wieder raus. Schnell wieder raus. So, ich gehe Richtung Wasser, ja? Okay. Okay, schnell Richtung Wasser rennen. Ich muss schon wieder was essen. Das ist unglaublich mit dem Essen und mein Skype ist nicht oft beschäftigt. Oh Mann. Aha! Skype-Nachrichten. Hilfe! Panik! So. Ich geh hier schnell ins Wasser und schwimme hier ein bisschen raus. Bist du hinter mir? Ja, okay. Ich bleib hier kurz stehen und mach meinen Skype-Sound aus. Mann, alles klar. Das ist doch. Ah, widerlich. Skype-Sound. Igitt. So. Okay, also wir haben immer noch keine Gegner gefunden. Nein. Wir suchen aber vielleicht auch falsch. Ja, ich weiß nicht. Nämlich gar nicht. Doch, wir haben da was gefunden. So, warum geht die Welt bei mir jetzt auch wieder so langsam? So, wir müssen... Boah, ich dachte schon, da ist wieder was. Das ist so schlimm. Vor allem diese paar Chunkbugs hier, die machen mich echt krank. Die sind sehr verwirrend, ja. Die sind unglaublich verwirrend. So, ich gebe nochmal extra Boost. So, wo war jetzt unser... Es wird wieder Tag, das heißt, ich schaue jetzt kurz nach, ob da was drüber gewachsen ist. Wo waren das? Das war hier nicht... Da vorne. Wo? Da, ja. Genau. Ist was drüber gewachsen? Wir könnten eigentlich auch in die Bucht reinfahren, aber egal. Ich fahre hier mal kurz an Land, weil ich habe auch... Nee, okay, man verliert tatsächlich kein Essen im Boot. Achtung, da ist ein Enderman, nicht anschauen. Das ist doch ein Scherz. Okay. Ich sammle das Boot hier wieder auf. Jetzt ist es kaputt gegangen. Oh Mann. Na gut, ich habe ja noch zwei andere. Okay, dann stellen wir uns noch mal kurz hier hin und dann gehen wir suchen. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Leute wieder schreiben, das ist total langweilig. Ach, naja, so. Safety first. Safety first. Wobei es natürlich eigentlich auch egal ist. Ich meine, da ist nichts drin. Sie werden, wenn sie nicht die Wände aufklatschen, werden sie nicht unser Bett finden. Ja, hoffe ich. Also da war nirgendwo mehr Stone in den Öfen. Nö. Also sagen wir einfach YOLO und gehen jetzt wirklich los, oder? Alles klar. Warte, okay, dann ich erst noch kurz was? Mach du das, dann würde ich sagen, wir schwimmen einfach auf dem Boot hier links rum und da sollten wir eigentlich irgendwie zum Spawn kommen, okay? Auf dem Boot? Ja. Ich würde jetzt, weil wir haben kein Pferd und auf dem Boot... Was? Ich glaube, die haben sich gegenseitig gefunden, oder? Die nee. Da. Glaube ich nicht, oder? Sonst würden die jetzt nicht alle heil schreiben. Ich glaube, die haben sich doch nicht gefunden. Bist du hinter mir? Okay. So. Weil hier kommen die relativ schnell voran. Ach so, doch, die haben sich gefunden. Was? Die haben sich tatsächlich... Oh, scheiße, Bot. Jetzt habe ich nur noch eins. Okay, die haben sich irgendwo gefunden. Ha, okay, ja, die können doch jetzt wohl nicht teamen, oder? Nein, natürlich nicht. Das wär was? 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 Sind die behindert? Was? Schreib du mal. Ich halt Ausschau. Ja, was? Das ist ein Battle. Sag mal, kann es sein, dass das eine Team gerade alles macht, damit die uns nicht unser Leben zurückgeben müssen, wenn wir die killen oder so? Kann das sein? Ja, okay, wir sollten schon. Aber immer noch aufpassen. Aber so haben wir nicht gerechnet. Damit haben wir echt nicht gerechnet, nein. Und ich habe nur noch drei gebratene Fleisch. Wir müssen aufpassen. Ich habe noch zwei und zwei Karottchen. Okay, ich habe gar keine Karotten mehr. Und sieben Rotten Flesh. Hm, gut, das notfalls... Warum ist hier Hühnchen? Warum sind hier Hühnchen? Warum sind hier Hühnchen? Ich
Ich weiß nicht, aber es war tot. Er schreibt Zeit mit T. Nein. Nein, deutsche Rechtschreibung. Nein. Ja, die sollen sich doch jetzt bekloppen. Leute, ich weiß, ihr hört es. Also, ihr sollt euch schon kloppen. Das ist ein Battle. Das ist ein... Keine Macht in Drohung. Battle, zerstört. Leute. Ihr müsst euch bekriegen. Tim, komm mal bitte kurz hierher. Hast du einen Ofen? Das ist nicht nett. Nee, aber ich kann schnell einen machen. Mach mal schnell ein, ich passe hier auf. Ey, wenn die sich jetzt nicht kloppen, dann raste ich aus. Das ist doch ein Scherz. Das ist einfach nur, weil die nicht wollen, dass die ein Leben verlieren oder was. Jetzt gehen die alle auf uns. Mann. Scheinbar. Hier, Ofen. Danke. So. Ich mach grad mal noch ein paar Bildchen. Dann mach ich da einen Stick rein. Ja, mach du dein Hähnchen auch mal da rein. Yep. Ach so. Hier hast du nochmal zwei neue Boote. Danke. So, dann ist das andere Hähnchen noch für dich und dann gehen wir weiter. Ich nehme mal die Workbench mit, okay? Okay. Okay. Passt du auf, während ich die abbaue? Oder auch nicht? Okay. Gut. Oh Mann, ich bekomme so Gänsehaut, wenn ich daran denke, dass die jetzt irgendwo sind. Also jetzt müssen wir wohl nicht mehr so gut aufpassen, wenn die irgendwo sind, ne? Da werden sie jetzt ernsthaft weggegangen sind, auseinandergegangen sind. Seid ihr jetzt auseinandergegangen oder bekämpft ihr euch gerade? Wenn die mir jetzt antworten, dann weiß ich, dass sie sich nicht bekämpfen. Ha! Nice. Nice. Lol. Sehr schön. Wir sind nicht mehr die mit dem wenigsten Leben. Okay, komm, wir suchen die jetzt. Nice, ich verliere so schnell Essen. Warum habe ich so schnell... Ich habe gerade eine Hungerskeule verloren. Auf einmal. Oh, jetzt müssten wir sie eigentlich... Wow, okay. Oh. Alter, richtig krass. Ich glaube, die haben wirklich irgendwas... Ich glaube, kann es sein, dass die stark sind? Oder haben die irgendwas enchanted? Hier ist Hühnchen. Das hole ich mir auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall krass. Jetzt sind schon mal drei Leben das weg. Das ist unglaublich. Okay. Das heißt, das ist super, weil jetzt kommt das Ganze in Schwung. Jetzt sollten alle Teams draußen rumlaufen und sich gegeneinander suchen. Gegenseitig. Richtig. So. Okay. Oh, meine Güte. Ja, so wollen wir das sehen. Genau so. Volle Pulle gedreht oder so? Was? Den Hunger? Haben die Hungerregler irgendwie volle Pulle gedreht in der neuen Version? Leute, sollen wir vielleicht peaceful machen? Weil wir alle haben doch irgendwie ein Essensproblem, ne? Ja, ist ja gut. Ich weiß nicht, was mit dem Essen los ist. Eigentlich ist es auf peaceful, außer es hat sich wieder auf normal gestellt. Aus irgendeinem Grund. So, aber ich würde sagen, wir jumpen hier mal so vorsichtig über die Bäume. Und ja, ich weiß, in den neueren Versionen ist es so, dass man durch Schlagen auch Essen verliert, aber doch nicht so extrem. Ich meine, wenn ich irgendwo langlaufe, habe ich auch nicht so schnell Hunger. Shit. So, wo könnten die denn sein? Die könnten doch irgendwo in der Nähe vom... Boah, ich dachte gerade, du bist ein... Alter. Gott, Tim, nein. Erschreck mich nicht so. Die können doch irgendwo in der Nähe von einem Spawnturm sein, oder? Ja. Okay. Die Frage gut, ist nur hinter aber ich würde sagen, dann beenden wir hier an dieser Stelle mal die Folge. Bis zur nächsten Folge und tschüss. Ja, also wir gehen nächste Folge auf jeden Fall mal Richtung Spawn. Ist es da in diese Richtung? Ja. Und schau mal, dass wir irgendeinen noch von denen erwischen. So, bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.